Es war wirklich eine krasse Zeit. In jeder Hinsicht. Ich glaube, ich habe schon mal davon erzählt, dass ich auch einige Jahre so ein bisschen verloren habe. Das war ein Teil davon. Obwohl, verloren ist das falsche Wort, weil, ja, klar habe ich Zeit verloren. Ich wäre wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr in der Ausbildung, die hätte ich damals schon gemacht. Dann würde ich wahrscheinlich jetzt schon x Jahre auf diesem Beruf arbeiten, weil ich habe damals genau die gleiche Lehre begonnen. Habe ich, glaube ich, mal erwähnt, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ich wäre natürlich jetzt an einem ganz anderen Standpunkt. Aber ich hätte vielleicht auch nicht meine Freundin kennengelernt. Ich wäre jetzt wahrscheinlich nicht in dieser Wohnung. Ich wäre ziemlich sicher kein Let's Player. Naja, Let's Player, ne? Bin ich ein Let's Player? Ja, eigentlich schon. Die Frage ist, was betitelt man als Let's Player? Ich finde, Let's Player hat irgendwie so... Das ist irgendwie ein komischer Name. Weil ich finde, ich würde mich jetzt zwar in dem, was ich tue, bin ich ein Let's Player, ganz klar. Aber es ist nicht mein Beruf, ne? Es ist eigentlich nur ein Hobby. Ich nehme hier auf, wenn ich game und versuche euch noch ein bisschen dabei zu unterhalten und mich selbst auch. Ich meine, schlussendlich, das habe ich ja auch schon oft gesagt, schlussendlich tue ich es, weil es mir Spaß macht. Weil ich so auch mehr Bock am Zocken habe. Weil man nimmt das Spiel ganz anders wahr. Ich rede hier und rede hier und rede hier, weil ich einfach nur müde bin. Und irgendwie... Keine Ahnung, ich finde, das sind Themen, die man ansprechen kann. Und Let's Player, sich Let's Player nennen... Stimmt ja wirklich im Prinzip, ne? Ich mache das genau dasselbe wie vielleicht irgendwelche andere bekannten YouTuber, sage ich mal. Irgendwie, ja, ich nehme ja immer wieder mal das Beispiel Gronkh oder Saraza oder Pete's Meat, habe ich noch nie erwähnt, aber sage ich jetzt mal. Und ganz viele andere, ne, die davon leben, die auch sehr viel... Erfahrungen genommen, also bekommen haben über YouTube, ne, die sehr viel auch lernen, was hinter den ganzen Webseiten überhaupt, also was da passiert, wie das funktioniert. Aber bei mir ist es ja so, ich habe hier so meine 2-3 Stammkunden, nein, Kunden ist falsch, Stammzuschauer, ne, ist das bessere Wort. Und ich genieße das. Aber ob man sich deswegen gleich Let's Player nennen kann? Es ist schon ein Let's Play. Man macht ein Let's Play, man spielt etwas und zeigt es. Aber ich finde, Let's Play klingt so... So, keine Ahnung. Ein Let's Player kann heutzutage jeder sein. Jeder kann sich hinsetzen, kann zum Video quatschen, beziehungsweise zum Spiel quatschen, was er spielt. Es ist nichts Spezielles. Das kann jeder, das kannst auch du. Einige von euch tun das ja auch. Und ich bin froh, wenn überhaupt jemand hier guckt, weil es gibt wirklich saumäßig viele Bekannte. Und da ist es saumäßig schwer, dass man aus dieser riesigen Masse, also jetzt nicht nur aus Bekannten, sondern auch aus kleinen YouTubern. Es gibt so viele kleine YouTuber, das ist Wahnsinn. Wenn du mal bei YouTube zum Beispiel Minecraft eingibst und dann die Suche eingrenzt auf, sagen wir mal, letzten Monat oder so und dann Minecraft Folge, sagen wir mal, 002 oder sowas, dann haut's dich aus den Socken.
das sind so viele Videos. So viele Leute, die irgendwie zum Beispiel gerade anfangen, Minecraft zu spielen. Oder ohne Minecraft, man gibt einfach nur 001 oder sowas ein und Let's Play oder so. Da kommen wahnsinnig viele Videos, weil so viele anfangen, YouTube-Videos zu machen oder Let's Play-Videos halt in dem Falle. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen bin ich schon alleine froh, dass ich hier meine 3-4 Leute habe, die immer wieder gucken. 2 bis 3, die wirklich regelmäßig gucken. Und vor allen Dingen Leute, die ich überhaupt nicht kenne. Ich kenne euch nicht wirklich. Klar, ich habe jetzt beispielsweise den LP Pro King Dingens kennengelernt, der mittlerweile sogar ein Facebook-Freund ist. Wir sind Facebook-Freunde. Nein, ich meine es wirklich todernst. Also nicht todernst, sondern einfach ernst. Ich habe den mittlerweile über die Kommentare und so weiter so kennengelernt, dass ich mit dem irgendwie befreundet bin. Klar hat man sich noch nie getroffen, das kann sich aber alles ändern. Und auch die Christine, sie schreibt wirklich relativ selten. Aber ich weiß oder bin mir ziemlich sicher, dass sie immer guckt. Dass sie praktisch jeden Tag mal reinguckt. Und das sind Dinge, die machen mich irgendwie glücklich. Nur zu wissen, dass es irgendjemand gibt, der mir gerne zuhört, der oder zusieht, wie auch immer, und sich dafür interessiert, was ich hier tue, was ich erzähle, was ich baue, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was der ganz wirkliche Grund ist, warum ihr hier guckt, ne? Ob es das Spiel ist, ob es das ist, was ich herumplaudere, ob es meine Fails sind, ich weiß es nicht. Aber es ist mir auch nicht wichtig. Mir ist wichtig zu wissen, dass ihr Spaß daran habt. Was der wirkliche Grund ist, spielt in dem Sinne gar keine Rolle. Muss ich sagen, das ist wirklich so. Bei mir sollte wie bei euch, also andersrum, bei euch sollte wie bei mir der Spaß im Vordergrund sein. Aber ich muss sagen, das muss ich jetzt mal sagen. Ich glaube jetzt ist wahrscheinlich, ist noch nicht eine neue Folge, ist ja auch egal. Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich zum Teil, ich glaube, ich habe mich ein bisschen übernommen. Ich habe momentan 3 Projekte, die laufen, obwohl, ihr wisst es, Hearthstone ist etwas, das im Moment zwar jeden zweiten Tag läuft, also ich weiß nicht, ob jetzt, wenn das Video kommt, das immer noch so ist, aber es war zumindest mal so. Und da habe ich von vornherein angekündigt, dass das nicht immer so ist, dass das unregelmäßig kommt, sondern einfach dann, wenn ich Zeit habe. Mordors Schatten, nicht genau dasselbe, das kommt einfach jeden zweiten Tag, damit ich ein bisschen Spielraum habe, damit ich nicht so viele Stunden aufnehmen muss, damit ich irgendwie die Woche voll kriege. Aber ich muss gestehen, Minecraft ist wirklich ein Zeitfresser. Es ist enorm ein Zeitfresser. Ihr müsst euch mal überlegen, ne? Wir genießen mal hier die Sonne. Ihr müsst euch mal überlegen, und dazu lehne ich mich ein bisschen zurück, um das zu sagen. Ihr schaut jetzt hier ein Video, das geht 20 Minuten. Das sind 20 Minuten Aufnahme, ne? Dann geht das Ganze so, dass ich circa eine halbe Stunde, sage ich jetzt mal, pro Video rendere. Ne? Eine halbe Stunde. Das heißt, wir werden schon bei 50 Minuten. Dann kommt das Hochladen, was ich Gott sei Dank so ein bisschen nebenbei mal machen kann. Beziehungsweise das lasse ich oft über Nacht laufen. So. Das rechnen wir jetzt mal nicht als Zeitfresser ein. Aber wenn man es einrechnen würde, kann es schon mal sein, dass so ein Video 2 bis 3 Stunden zum Hochladen hat.
weil so ein Video so im Durchschnitt um die 4 bis 5 GB Speicher braucht. Ne? Und dementsprechend auch lange zum Hochladen hat. Und ich habe nicht unbedingt eine langsame Leitung. Gut, das ist für ein Video. Ich bin immer noch bei einem Video. Jetzt kommt noch hinzu, neuerdings habe ich hier noch einen Endscreen drin. Der ist beim Hochladen ist der schon drin, ist klar. Aber ich muss dann auf YouTube nochmals eine Einstellung machen, beziehungsweise nachdem es hochgeladen ist, packe ich da noch die Links rein, ne? Die natürlich schön aufs Timing noch gestellt werden müssen und so weiter. Ich würde mal sagen, pro Video, ja, je nachdem, 5 bis 10 Minuten. Durchschnittlich. Gut, jetzt hätten wir also circa, ich würde mal sagen, so plus minus eine Stunde. Ne? Für ein Video. Dann kommt noch dazu, wir müssen noch ein Thumbnail machen, ne? Gut, ich muss gestehen, da mache ich nicht so ein riesiges Zeug draus. Da, kommt immer so ein bisschen drauf an. Manchmal mache ich mal wieder, wenn ich ein bisschen Zeit habe, mache ich ein paar Bilder rein, die passen und so weiter. Aber ich würde mal sagen, auch hier im Durchschnitt so 10 Minuten. Ne? Also sind wir bei einer Stunde und 10 Minuten. Das ist ein Video. Minecraft kommt 7-mal die Woche. Ihr könnt euch also selbst ausmalen, wie viel Zeit das braucht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ja, ich muss sagen, ein beispielsweise ein Gronkh, ne, der das hier als Arbeit macht. Klar, der noch andere Aufgaben und so weiter, aber sein Let's Play kam ja auch jeden Tag. Aber der hatte die Zeit. Der hat, klar, er macht doch viele andere Videos und so. Ich kann hier stehen. Der macht noch viele andere Videos und so weiter. Oder hat auch damals noch andere gemacht. Aber er hat sich die Zeit nehmen können. Er konnte auch in der Nacht spielen. Er hatte... Gut, ich habe natürlich noch, dass ich so ein bisschen auf die Freundin auch abstimme und so weiter. Sonst könnte ich wahrscheinlich auch noch viel mehr aufnehmen, ne? Aber das mache ich einfach nicht, weil es ist ein Hobby und ein Hobby gehört hinter die Beziehung. Ist so. Und ja. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so durchziehen kann. Im Moment geht's noch einigermaßen. Es ist aber immer so eine Planungssache. Ne? Eben wie gesagt, auch mit der Freundin, ich weiß nie so genau. Ich weiß manchmal erst irgendwie sagen wir mal am Freitag, Samstag, wie sie die nächste Woche arbeitet, ob ich dann überhaupt Zeit habe zum Aufnehmen und so weiter. Und dann ist es oft so, dass ich gar nicht die Möglichkeit habe, irgendwie schon so weit vorzuproduzieren, dass ich wirklich, wirklich überhaupt keine Randzeiten mehr habe und keine Angst haben muss, dass ich irgendwie nicht aufnehmen kann und dann die Folge nicht kommt und so weiter. Und bisher ist ja Minecraft bis auf eine Ausnahme immer gekommen. Nur damals, also damals, das ist ja noch nicht so lange her, wo ich da krank war ein paar Tage, kamen mal, ich glaube es waren glaube ich nur ein oder zwei Tage, wo es tatsächlich dann ausgefallen ist. Und das ist schon krass. Deswegen sind es ja mittlerweile auch schon ein paar Folgen. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich jetzt hier nur noch so rumlaufe. Die letzten paar Folgen waren ein bisschen spannender, aber im Moment, ich mag einfach nicht mehr und ich will einfach noch ein bisschen plaudern. Ich habe einfach jetzt Bock, irgendwie so ein bisschen darüber zu reden. Und, ja. Wie gesagt, ich versuche wirklich Minecraft so weiterzumachen wie bisher. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das wirklich durchgehend schaffe. Wie gesagt, ich bin noch in der Ausbildung, ich arbeite natürlich, ich
Ich muss. Ne? Ich muss auch für die Schule lernen und so weiter und so fort. Und ich habe ja im Moment noch ein Projekt, das auch noch am, was ich am Aufnehmen bin, was ich jetzt aber wirklich so mache, dass ich es extrem vorproduziere. Ich habe so ein bisschen Zeit mir genommen und habe da schon ja sehr viele Folgen aufgenommen. Und das Let's Play wird im nächsten Monat, also November, nee, nicht November, Oktober, sorry, Oktober, ich trottel. Ich habe gerade November gesagt, weil ich weiß, dass die Folgen schon so weit produziert sind, dass sie bis in den November laufen. Aber das Spiel wird, so wie Mordors Schatten, jeden zweiten Tag kommen, deswegen... Deswegen wird es auch ziemlich lange laufen, also wie gesagt, ich bin, glaube ich, irgendwie bei Folge 22 oder sowas. Und bis dahin habe ich schon den ganzen Monat ausgefüllt mit jeden zweiten Tag. Das ist, wie gesagt, so ist es einfacher. Wenn ich jeden zweiten Tag ein Video raushaue, dann geht das schon. Aber diese 22 Folgen, jetzt musst du gut zuhören, diese 22 Folgen sind reine Aufnahme etwa 9 Stunden. 9 verdammte Stunden, das ist mehr als ein Arbeitstag, also ein regulärer Arbeitstag, sage ich mal. Das ist schon krass. Es ist Wahnsinn, was dieses Hobby an Zeit frisst. Und das ist nur reine Aufnahme. Ich möchte gar nicht ausrechnen, wie viele Stunden ich schon hier für dieses Minecraft Let's Play gebraucht habe. Und ich möchte schon gar nicht ausrechnen, wie viel da beispielsweise ein Gronkh verwendet hat. Obwohl bei ihm ist noch zu sagen, dass er auch zu Beginn sehr viele Folgen mit 15 Minuten hatte. Und das zieht sich dann in die Länge natürlich auch hoch. Naja. Ja, und das Spiel, was dann als Let's Play kommen wird, das hat mir einfach auch wahnsinnig Spaß gemacht, deswegen habe ich auch schon 9 Stunden aufgenommen, weil ich es einfach feiere. Ich feiere das Spiel. Ist so. Ihr werdet es dann wahrscheinlich auch merken, wenn ich spiele. Ich habe es, glaube ich, auch zigtausend Mal im Let's Play gesagt. Ist wirklich ein cooles Spiel. Macht mir sehr, sehr, sehr viel Spaß. Ich habe jetzt auch wieder ein paar Tage nicht mehr gespielt. Und ich muss sagen, ich vermisse es ein bisschen. Ich freue mich schon ziemlich darauf, das wieder zu spielen. So, und da ich wollte eigentlich noch eine Folge mehr aufnehmen, aber ich will euch hier nicht weiter mit herumlaufen und Geplauder belasten. Deswegen werde ich jetzt hier diese Folge beenden und auch diese Aufnahmesession, weil ich bin wirklich am Arsch. Das Lustige ist, ich habe jetzt viel mehr gesprochen wahrscheinlich als in vielen anderen Folgen, weil ich einfach nur so müde bin. Naja. Was soll ich noch sagen? Außer auf Wiedersehen und ich bin wirklich sehr dankbar, dass ihr hier immer wieder guckt und Kommentare hinterlasst, was mich noch mehr freut. Und ja. Fühlt euch geknuddelt. Ich weiß nicht, warum ich das sage. Ich bin K.O. Aber trotzdem, schönen Abend. Oder wann auch immer ihr dieses Video guckt, wenn ihr es überhaupt guckt. Wenn nicht, dann wisst ihr ja gar nicht, dass ich das hier gesagt habe. Ne, ist klar. Nee, aber jetzt wirklich, ich wünsche euch alles Gute. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, hören uns wieder, lesen uns wieder, was auch immer. Bis dann und das übliche Tschüssikowski.